Hallo, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns geht's weiter. Wir sind ein bisschen gedrängt wegen der Landtagswahl. Wir müssen jetzt also uns umschauen, wie wir die politischen Gedankengänge auch umsetzen. Und da mein medizinischer Beitrag ja eine Gegendarstellung ist zu den Mainstream-Medien, weil da ja so vieles falsch dargestellt wird, Stichwort falsch positive Tests, kümmern wir uns jetzt um die Landtagswahl, weil wir sind der Wähler. Und damit wir die Opposition besser kennenlernen, haben wir heute einen speziellen Gast. Ich stelle euch vor, Jörg Feuerbacher, Kandidat für die AfD Stuttgart 4. Hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Es ist mir eine Ehre, ich darf mich Ihnen heute hier vorstellen. Mein Name ist Jörg Feuerbacher, ich bin 52 Jahre jung, sitze heute hier, weil ich was für unser Land tun möchte und kandidiere deshalb für den Landtag in Stuttgart, weil ich nicht mehr mit ansehen kann, wie durch die Altparteien mittlerweile unsere ganze Infrastruktur und Binnenmarkt und Arbeitsplätze mutwillig zerstört werden. Zur Politik kam ich, da ist eigentlich meine Frau dran schuld. Meine Frau sagte zu mir mal, du bist nur ein Sofa-Revoluzer. Das habe ich nicht auf mir sitzen lassen und habe mir dann gesagt, okay, dann machst du was. Dann habe ich mich im Parteienlandschaftsbild umgeschaut, habe mir auch alle anderen, auch Altparteien angeschaut und bin dann zum Schluss bei der AfD hängen geblieben, weil ich festgestellt habe, das ist die einzige Partei, die zwar miteinander streitet, aber dort Demokratie ganz klar ausgelebt wird, weil der Mehrheitsbeschluss von alle respektiert wird und sich nachher trotz übelster Streitereien sich jeder noch die Hand geben kann und man friedlich auseinandergeht. Das ist für mich Demokratie, dass um jeden Punkt gefeitet wird, bis er perfekt ist für alle Beteiligten. Mein Ziel ist im baden-württembergischen Landtag die Erhaltung unserer Arbeitsplätze, unserer Infrastruktur, das heißt alle Solo-Selbstständigen, kleine Läden, Kosmetikstudio, Friseure etc., alle, wo jetzt durch das Verhalten der Regierung am langen Arm verhungert lassen werden, weil weder November, Dezemberhilfen ausbezahlt werden, und viele nicht mehr wissen, wie sie morgen ihren Einkauf im Laden noch bezahlen sollen, weil sie ganz einfach vom Staat in die Pleite getrieben worden sind. Darf ich da mal nachfragen? Also in die Pleite getrieben, wie kann man die Pleite aufheben oder denen eine Chance geben? Weil für das Covid-19 kann kein Einzelhändler was. Da ist er nicht schuldig an diesem Schicksal. Wie kann man dem Einzelhandel helfen? Das ist richtig, was das ist. Dem Einzelhändler kann man die Schuld für Covid-19 nicht geben. Man kann aber der heutigen Landesregierung die Schuld geben, wie sie damit umgeht. Und deshalb sehe ich das große Problem, weil das Problem ist ganz einfach, wenn man schaut bei Corona, die Altersgruppe, wo betroffen ist, ist meistens etwas älter. Und diese Herrschaften, wenn ich jetzt an die Ausgangsbeschränkungen denke, gehen meistens nicht um 22 Uhr aus, die sind dann meistens im Altersheim zu Hause. Macht auch keinen Sinn mit den Ladenschließungen. Ich hätte eher bevorzugt als Maßnahme, um diese Gruppe extern zu schützen, gesonderte Einkaufszeiten. Es wäre uns auch billiger gekommen, wenn wir gesagt hätten, wir lassen die alle mit dem Taxi kommen, statt mit dem Bus, um sie zu schützen. Der Flurschaden, wo jetzt angerichtet wird, ist derartig hoch, dass ich befürchte, nie wieder reparabel ist und es deshalb nicht machbar ist, das wiederherzustellen, was wir hatten. Das viele bunte Miteinander stirbt jetzt komplett aus. Also das mit den geänderten Einkaufszeiten finde ich eine gute Idee. Da gibt es ja tatsächlich einen Herr Palmer, den Bürgermeister von Tübingen. Der ist grün, aber der hat offensichtlich erst eine gut beobachtende Visionskraft und erst danach die grüne Brille. Der hat nämlich in Tübingen vorgeschlagen, dass die Senioren, die ja zu den Hochrisikogruppen gehören, vormittags zwischen 10 bis 11.30 Uhr einkaufen kann und die sonstige Bevölkerung in dieser Zeit nicht einkaufen gehen soll, um die Vermischung für die Hochrisikopatienten zu unterstützen. Also aus meiner medizinischen Sicht finde ich das eine ausgesprochen charmante Idee. Wir sind jetzt bei dem Binnenmarkt gewesen und da wollte ich nochmal nach Existenzen nachfragen, die jetzt ja bedroht werden. Wir wissen ja, dass die Insolvenzmeldepflicht ausgesetzt worden ist. Jörg, du hast ja mit deinem Bruder ein Industrieunternehmen und ihr handelt mit großen Werten und
weil Heizöl ja so gefährlich ist, auch mit sehr gefährlichen Sondergütern und macht es seit Jahrzehnten erfolgreich. Wie siehst du denn die Existenzen jetzt so in der Corona-Zeit? Wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt Mitte, Ende Januar, normal ist jetzt bei uns im Betrieb Hochzeit. So bis Ostern gehen wir eigentlich unter in Arbeit, weil das die Hauptzeit ist, wo die Leute heizen und Öl verbrauchen. Wir haben jetzt in der ganzen Branche einen Umsatzrückgang, wenn nicht sogar Einbruch. Wobei ich sagen muss, viele haben jetzt schon ihre Fahrzeuge verkauft, Personal entlassen oder in Kurzarbeit geschickt. Also ich mache das jetzt seit 33 Jahren und ich habe noch nie erlebt, dass uns im Januar, Februar die Arbeit ausgeht, im Winter in diesem Geschäftsbereich. Hat es noch nie gegeben. Wenn ich früher die letzten Jahre in die Raffinerie nach Karlsruhe gefahren bin und habe dort geladen, hatte ich im Winter zu dieser Jahreszeit normalerweise 1,5-2 Stunden Wartezeit, bis ich drankommen konnte. So groß war der Andrang in der Nachfrage. Heute fahre ich runter. Ich kann sofort reinfahren und bin fast der Einzige, wo noch lädt. Wenn ich das sehe, das hinterlässt bei mir im Kopf Spuren. Ich sage einfach, wenn ich jetzt über die Autobahn sehe und sehe kaum noch Lkw-Verkehr, wo die Waren von A nach B bringen, egal wohin, dann dreht sich die Wirtschaft nicht und wird auch das Bruttosozialprodukt im Inland, auch in Baden-Württemberg, nicht mehr angekurbelt. Das heißt, es werden auch keine Steuergelder mehr produziert, wo nachher der Staat für die soziale Seite da hat. Weil für mich ist die soziale Seite und die wirtschaftliche Seite gehören wie ein Getriebe zueinander. Weil nur wenn die wirtschaftliche Seite funktioniert, kann das Soziale bezahlt werden. Bricht die wirtschaftliche Seite weg, kann das nur noch über Schulden, noch mehr Schulden und noch viel mehr Schulden gemacht werden. Aber so kann man ein Land, wo vorher hervorragend industriell strukturiert war, in die Pleite treiben. Das heißt, wenn wir jetzt so weitermachen, also firmentechnisch würde ich sagen, Baden-Württemberg steht kurz vor der Insolvenz. Du hast gesagt, dass dein vertrauter Bankmitarbeiter, mit dem du kollegial freundschaftlich sprichst, dir gesagt hat, dass doch einige Kredite offensichtlich derzeit nicht mehr mit Zins und Tilgung bedient werden können. Richtig. Er hat mir so gesagt, in Deutschland haben die Banken momentan das Problem, dass ca. 126 Milliarden an offenen Krediten nicht bedient werden. Schon allein diese Summe reicht aus, um eine Bankenkrise hervorzurufen. Das Gesamtvolumen, wo momentan offen sind, an Kredite, sind rund 687 Milliarden offen. Das kann kein Mensch mehr bezahlen. Und wohin da die Reise gehen soll und wie das nachher noch funktionieren soll, weiß keiner, weil die Politik momentan im Land nur auf sich gefahren wird. Es fällt jegliche Vernunft, Augenmaß. Es wird nur noch hysterisch gehandelt, ob es jetzt mit diesen FFP2-Masken sind oder Alltagsmasken. Monatelang wurden die Leute gequält mit diesem Mund-Nasen-Schutz. Jetzt nach 8 Monaten heißt es, ja, tut uns leid, Ätschegäbele, bringt doch nichts. Jetzt müssen wir alle mit FFP2-Maske rumrennen oder OP-Masken. Und jeder, wo sich ein bisschen auskennt, ich finde es von unserer aktuellen Landesregierung, von den Grünen und der CDU, verantwortungslos, so mit den Mitmenschen umzugehen. Weil das Problem ist ganz einfach, diese FFP2-Masken, braucht man eine besondere Schulung, um diese zu tragen. Und wenn man den Bypass-Zettel liest, da steht drin, schützt nicht vor Viren. Für mich ist das nur auf gut Schwäbisch in Maulkorb. Man hat ja gehört, dass da Milliarden und Milliarden Geld da ist. Also das Geld regnet förmlich vom Himmel runter. Da habe ich ja fast das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, einen Topf aufzustellen, weil es Gold regnet. Aber, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, Vorsicht, das ist das Geld von unseren Kindern. Denn wenn man Schulden aufnimmt, erwartet ja der, der mir das Geld gibt, dass ich es zurückzahle. Und wie macht es der Staat? Naja, der kommt nicht persönlich nach Hause und klopft bei mir an die Tür. Das ist ganz einfach. Wenn ich bei ihm jetzt tanken will, dann stelle ich fest, hoppla, das ist aber teuer geworden. Wir werden Steuern zahlen, Steuern auf alles Mögliche. Erzähl doch mal von den Steuern in deinem Bereich. Wir sind ja steuerlich sehr stark belastet. Das heißt, Mineralöle werden besteuert mit der Mineralölsteuer, der Energiesteuer und jetzt auch noch seit dem 01.01. mit der CO2-Steuer. Und diese drei Steuern werden auch noch belegt mit der Mehrwertsteuer. Wir sind das einzige Land auf dieser Welt, wo auf Steuern eine Mehrwertsteuer zahlt. Das ist völliger Irrsinn. Und diese CO2-Steuer dient nur eins, einem kleinen Bürger, der ja flexibel auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sein soll,
das letzte Geld aus der Tasche zu nehmen, was für mich persönlich nicht tragbar ist und total unsozial. Weil einerseits heißt ja, ja, die Familien wurden jetzt entlastet und bekommen 15 Euro mehr Kindergeld. Toll, dafür nimmt man ihnen auf der anderen Seite 45 Euro über die CO2-Steuer aus der Tasche, weil die CO2-Steuer trifft auf alles zu. Heizen, ob Gas, Öl, Strom, überall schlägt die CO2-Steuer zu. In jedem Transport, das Geld wird den Leuten hehling aus der Tasche gezogen. Und wenn ich dann höre, man muss jetzt auch noch eine Corona-Steuer erheben, dann weiß ich auch nicht, wir sind jetzt bei roundabout eine steuerliche Belastung hier bei uns im Land bei 70%. Das ist heftig und ich finde deutlich zu viel. Wenn jetzt auch noch eine Corona-Steuer, wie es dem Herr Scholz vorschwebt, mit 15% kommen soll, dann sind wir bei einer Belastung 80-85%. Da könnt ihr dann das Arbeiten voll bleiben lassen, weil das macht keinen Sinn mehr. Das, was hier mit uns durch die Altparteien getrieben wird, ist moralisch nicht mehr vertretbar. Denn den Leuten lässt man keine Luft mehr zum Leben. Geht für mich gar nicht. Es muss eine Änderung her. Und zwar sofort, bevor es zu spät ist. Aber ich darf nochmal auf Baden-Württemberg zurückkommen. Also das Geld ist offensichtlich da. Jetzt kann man drüber nachdenken, ob das irgendwelche Steuern ergibt, um das unsere Kinder wieder wegzunehmen. Wohin soll das Geld denn jetzt umgelenkt werden in Baden-Württemberg? Das ist eine berechtigte und eine sehr gute Frage. Das, wenn ich anschaue, die Gelder, wo jetzt fließen, du hast ja gesagt, unsere Kinder, das reicht ja schon gar nicht mehr. Wir sind ja schon in der vierten Generation von den Schulden her, dass das, wenn wir das mal rechnen würden, wieder abzubauen ist. Und das Schlimme ist eigentlich an der Geschichte der, man gibt so viele Gelder für unnütze Sachen aus. Da haben wir zum Beispiel von den Grünen in Baden-Württemberg die tolle Vorstellungen, man braucht zwingend eine Neckarphilharmonie, Kostenpunkt 1 Milliarde fast, mit Umbau und zwischen in der Remsoper. Man muss haben einen kleinen Neckar-Yachthafen. Das sind Gelder, die haben wir jetzt nicht. Und wenn ich in die Zukunft schaue und sage einfach, wir laufen jetzt in eine wirtschaftliche Rezession rein, Daimler verlagert die Automobilindustrie, Motorenbau nach China. Vor ein paar Tagen hat hier in Baden-Württemberg die Firma Malek, Hersteller von Fahrzeugkolben, 100. Geburtstag gefeiert. Die hatten keinen Grund, sich zu freuen an diesem Tag, weil das sind Arbeitsplätze, die gibt es bald nicht mehr. Und da werden so viele Arbeitslose produziert, nur jetzt noch stillgehalten bis hinter die Bundestagswahlen mit dem Kurzarbeitergeld. Aber dann wird die Blase platzen. Und dann werden wir vor einem Scherbenhaufen stehen. Das kann sich heute noch keiner vorstellen. Und die Frage stellt sich, haben wir überhaupt dann noch Geld, noch irgendwas zu machen? Weil je mehr Geld ich jetzt in den Markt reinpumpe, desto mehr ist das Geld weniger wert. Welche Infrastrukturen sollten wiederbelebt werden? Wir haben das Problem in Baden-Württemberg, dass zum Beispiel unsere Infrastruktur draußen vor der Haustüre schon seit über 15 Jahren vernachlässigt wird, und zwar mit voller Absicht. Wir haben so viele marode Brücken im Straßen- und Schienenverkehr, wo deutlich renoviert gehören. Was macht man hier im Land? Man stellt ein Schild hin, Brückenschäden, 40 km/h, fertig. Das Schild steht 5 Jahre später, auch noch, da wird die Brücke aber nicht besser. Und irgendwann ist eine Brücke so weit marode, dass es nur noch in Neubau hilft. Kostet also noch mehr Geld. Das beste Beispiel hier im Land ist für mich momentan die Stadt Reutlingen. Die Deutsche Bahn hatte bis vor 10, 15 Jahren in Reutlingen noch einen Güterbahnhof, den sie dann gesagt hat, es lohnt sich für uns nicht, wir machen ihn zu. Die Stadt Reutlingen geht jetzt her und tut diesen Güterbahnhof in Eigenregie wieder ins Leben rufen und bringt somit auch mehr Güter auf die Schiene. Bei der Deutschen Bahn habe ich manchmal den Eindruck, die Deutsche Bahn möchte nur ECE fahren lassen und möchte mit ihrem Kerngeschäft Gütertransport nichts zu tun haben. An vielen Logistikstandorten, wo ich rumkomme, die liegen an einem Gleis, aber dort ist keine Weiche drin, dass die Waren umgeswitcht werden können. Zum Beispiel im Kombiverkehr, zum Beispiel wie in Komm-Westheim, wo die Container quasi die letzte Meile mit dem LKW gefahren wird, das ist für mich ökologisch sozial. Und wenn ich dann sehe, von den Grünen hier, auch in Baden-Württemberg hier, zum Thema CO2, die Belastungen vom durch den Straßenverkehr müssen um 55% gesenkt werden. Wir hatten, hatte unser deutsch-spanisches Land vorgeschlagen, synthetische Kraftstoffe, was hier entwickelt wurde vom Bosch in Baden-Württemberg. Die bringen eine Ersparung von 65% im CO2.
Das heißt, die Forderung von den Grünen übertrumpfen wir noch. Diese wird aber aus ideologischen Gründen abgelehnt. Es ist Zeit, Ideologie jetzt zur Seite zu tun und zu sagen, jetzt ist Zeit für Vernunft und Augenmaß. Wir können so viel bewältigen. Wenn ich überlege, wir sind führend in der Forschung hier in Baden-Württemberg, zum Beispiel in der Atomindustrie. Wir haben die Möglichkeit, die Reaktorbrennstäbe so weit zu nutzen, dass da nur noch eine Halbwertszeit von 125 Jahre übrig bleibt. Und nicht mehr 1000 Jahre oder 500 Jahre, so wie es Zeit ist. Dann hat man auch die Möglichkeit, technisch mittlerweile durch die neue Reaktorentechnik zu sagen, das, was unter Merkel in der Asse im Salzbergwerk vergraben worden ist für 6 Milliarden Euro, kann man wieder rausholen, wieder aufbereiten, weiterverwenden, dass da nur noch eine Reststrahlzeit von 125 Jahren da ist. Wir haben Vorteil, durch den gewonnenen Strom können wir diesen CO2-neutralen synthetischen Kraftstoff, den Robert Bosch Werke in Stuttgart entwickelt haben, nutzen. Das heißt, wir fahren CO2-neutral, wird er hergestellt. Wir bauen unsere Altlasten und unsere Endlager atomarerweise ab. Ist hervorragend für unsere Umwelt. Und wir haben einen super Sprit. Keiner muss sich ein neues Auto kaufen, weil man kann einfach tanken. Und spart in dem Moment. Und ich habe mich mit Leuten in der Raffinerie unterhalten, die das technisch herstellen können, sagen, wenn wir das im Gros herstellen können, kommen wir beim Literpreis raus zwischen 1,50 und 2 Euro der Liter beim Benziner. Und das kann sich jeder leisten, das zahlt er heute auch. Er muss aber an seinem Fahrzeug keine technische Änderungen vornehmen, er muss kein neues Auto kaufen oder sonst viel Geld in dem tanken gut. Das also da bin ich sowieso ein bisschen ernster, weil bei der Kohlendioxid-Diskussion, da fehlen die Grundlagen. Es ist ja ganz einfach, wenn die Greta Thunberg lieber auf der Straße sitzt, als in die Schule geht, dann kann das arme Mädchen logischerweise keine Basics wissen. Die kann das zwar im Internet sich anschauen oder sich verlinken und vernetzen, da wird sie aber mit Gleichgesinnten sein. Bevor man das diskutiert, muss man einfach die Fakten auf den Tisch legen und wir Menschen bilden uns ein, das Zentrum der Welt zu sein. Das ist aber nicht, das Universum ist viel größer als unsere Menschheit. Und deswegen ist es offensichtlich eine Tatsache, das kann man auch bestätigen, dass die Deutschen nur 2% am menschengemachten Kohlendioxid schuld sind. Das heißt, was man jetzt auch immer für Handstände macht, industrievernichtende Maßnahmen, wir können sowieso der Welt nur 2% schenken, auch wenn wir jetzt in die Steinzeit zurückgehen. Während in China und Indien neue Kohlekraftwerke gebaut werden, Indien hat sich eine riesige Kohlemine in Australien gekauft, da können wir uns viel Mühe machen, das blasen die sozusagen in einer Woche raus. Aber das ist ein anderes Thema, das gehört nicht nach Baden-Württemberg. Wir kommen zum Schluss. Damit die Opposition in Baden-Württemberg eine Chance bekommt, müssen die Streitigkeiten innerhalb der AfD aufhören. Es gibt ein Modell Burgfrieden, das besagt, dass die AfD sich in drei Gruppen zerlegt oder sich orientiert. So lange, bis die AfD 30% hat und in Koalition regierungsfähig wird. Wir haben die Schwarzen Adler, Wertkonservative, wir haben Roten Fuchs, das sind die für Sozialleistungen für Deutsche in Deutschland und den Goldenen Stier, das sind die Leute von der Börse, die wissen, wie man Geld verdient, die Wirtschaftsliberalen. Lieber Jörg, wo würdest du dich denn da eingruppieren? Schon interessante Frage. Also, es ist schwierig, aber einerseits auch einfach wiederum. Also, von der Vernunft her würde ich sagen, mittig rechts, vom Gefühl her, von allem drei etwas, weil es ist eine gesunde Mischung, wo uns weiterbringt von allem. In einzelnen Block würde ich nicht machen, ist falsch. Ich denke, das Gemeinsame wird uns weiterbringen. Das Einzelne spaltet uns nur. Von daher, von allem drei etwas. Mit diesem Schlusswort wollen wir es für heute belassen. Schön, dass ihr da wart. Gebt uns bitte ein kostenloses Abo, damit wir sehen, dass es Sinn macht, sich hier zu engagieren am Sonntagvormittag. Und wir grüßen euch alle schön zu Hause aus Stuttgart. Schöne Grüße. Adieu. Liebe Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg, ich würde mich freuen, wenn so viel wie möglich auch Nichtwähler und Neuwähler der AfD in Baden-Württemberg ihre Stimme geben würden, damit wir hier in diesem Land eine positive Veränderung bewerkstelligen könnten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen im Voraus. Ihr Jörg Feuerbacher, Wahlkreis Stuttgart 4.